Könnte sein, dass du deinen Encounter gleich verlierst. Ich glaube, er kann den Pokémon einsetzen, wenn er fast tot ist. Aber soll das Pokémon wechseln? Obwohl, werf einen Ball vor sich, aber ich glaube, er kann dir sonst keinen Schaden machen. Er kann mir sowieso sonst keinen Schaden machen. Sag das nicht. Ich glaube, er kann keinen Fluch mehr einsetzen. Aber sollte es trotzdem jetzt. Trotzdem, er kann dir Schaden machen, guck mal. Stimmt. Ja, komm, angeln wir einfach drauf los. Was gibt's hier? Ein Gordor. Und hier kriegen wir ein. Habe ich den Schutz jetzt eigentlich schon benutzt? Arcani. Prinzipiell ein cooles Feuermon. Doch, ich habe den Schutz benutzt. Kommt aber alles auf an, was Clear da hier zieht. Bedrohermon. No, boah. Bedrohermon. Also, es ist halt ein Mon. Was Bedroher beherrscht. Habe ich nicht auch Bedroher gehabt? Habe ich nicht? Ich dachte, ich hätte Bedroher gehabt. Okay. Habe ich halt keinen Bedroher gehabt. Dann ist das Mon gleich. Ist Kambul gleich weniger gut. Donnerwelle. Schnüffler, weißt du schon, was ich es bin? Kommt mir die nächste Route? Ist das hier schon eine neue Route? Du musst nur darauf achten, wenn es 33 ist, darfst du da eh nichts fangen. Also achte darauf, einfach mal ab wann 34 da steht. Okay. Ich höre bei dir irgendwelche Schreie im Hintergrund, kann das sein? Hühner, jetzt kommt 33. Okay, 33 leider. Könntest gucken, was du da gefangen hättest, aber musst du nicht unbedingt. Diese Hühner. Ich möchte das gar nicht wissen. Ich muss die nachher rausschneiden, die nerven mich ja. Du möchtest es nicht wissen, okay. Ich surfe weiter. Ich vergesse irgendwie fast immer die Flottbälle. Vermutlich, weil ich meistens kein Glück mit denen. Du musst drauf achten, wenn es 34 wird, ne? Und vermutlich. Schwimm weiter. Du musst an der vorbei. Du kannst sie auch nach oben drehen, glaube ich. Oder? Du musst an der vorbei, du kannst da oben nicht lang. Obwohl. Echt? Nee, Surfer, nee, die Strömung bringt dich woanders hin. Du musst an der vorbei. Nicht laufen. Geh mal oben an der vorbei, ich glaube, die dreht sich nicht nach oben. Ha, ausgetrickst. Du hättest auch kämpfen können, es wäre nicht schlimm gewesen. Denn wir müssen uns halt ein bisschen beeilen. Und wir müssen heute ein paar. Also wir müssen zwischendurch ein paar Cuts setzen, weil. 34. Damit wir kleinere Dateien haben, weil unsere Möglichkeit abzuladen nicht mehr so ganz vorhanden ist, außer ich will 28 Stunden runterladen, das ist nicht so schön. Nochmal Drachenwut. So, dann angeln wir mal. Ich hätte Pazeron. Was kriegst du? Ich krieg ein Meganie. Prinzipiell kein schlechtes Team. Also von den Startern ja nicht das Gelbe vom Ei. Stärkste. Aber es ist ein Starter. Das sollte man nicht überschätzen. Ja. Ich werfe einen Pokéball, Gut. weil ich so viel Glück mit Pokébällen habe in letzter Zeit. Ja? Ja? Oh. Wow. Drei. Wow. Meganie gefangen. Ich habe Arcani mit dem Pokéball gefangen. Ich spare gerade Geld. Ich weiß, wie ich mein Meganie nenne. Einen Namen, den du nicht magst. Ein Charakter, den du weniger magst. Sag mir die Serie. Black Clover. Pflanze dich weniger mag? Obwohl, verdammt, das ist männlich. Hast du Yuki? Wie bitte? Hast du, heißt der Yuki? Wer? Der Pflanzentyp halt aus Clover. Der Pflanzentyp aus Clover? Ja, Astas Rivale. Der Feuertyp? Nein, nicht der Feuertyp. Der Windtyp? Der Windtyp. Juno. Ach genau, Juno. Konnte ich das nur vergessen. Weiß ich nicht, wie konntest du auf Pflanze kommen? Hattest du Juno schon? Nein. Hattest du Juno schon? Ja, als weiblichen Charakter. Ja, jetzt ist es männlicher. Ja gut, war ein anderer Judo, aber trotzdem. Noch ein männlicher Name. Bist du von hier aus wieder weggeflogen? Ja. Ja, ne? Nach Flussbrunn, ne? Nee, ich bin nach Seewoge geflogen als nächstes.
Ich würde Shikamaru nehmen. Weißt du, wie Shikamaru geschrieben wird? Nee, ne? Keine Ahnung. Nämlich Sasuke passt vom Feuer auch besser. Was soll denn los mit den ganzen Autos bei mir? Das wird ja wieder toll zu bearbeiten sein. Sasuke. So, dann angel ich mal. Mal schauen, was ich kriege. Hast du Mittag was eigentlich gefangen? Ja, mit einem Pokéball. Und. Oh ja, ja, okay. Ich weiß, es ist in diesem Projekt das vierte Pupita, was wir fangen. Möchtest du, dass ich es fange? Ja. Ich überlasse dir diesmal die Wahl. Ja. Ja, du brauchst unbedingt etwas gegen Feuer-Pokémon. Okay. Ja, du brauchst es unbedingt. Pupita Numero, ich weiß nicht wie viel. Es ist mein zweites. Ich habe mir bis gestern, war ich etwas traurig, weil ich dachte so, oh, ich hatte Clear, ich hab jetzt die Teams aufgestellt und Clears Pupita kommt gar nicht mehr in die Teams drin vor. Jetzt muss ich mich nicht mehr schlecht fühlen. Okay. Ich schwimme mal weiter nach rechts. Es kommen ja noch ein paar Encounter. Heile ich nochmal. Das kann ja nicht schaden, nochmal zu heilen. Sind ganz gut in der Zeit, muss ich sagen. Hoffe ich doch. Ja. Finde ich jedenfalls. Nach den ganzen Fangen werden wir den ersten ganz kurzen Cut setzen wegen der Dateigröße. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir werden uns dann während das noch nicht bewegen. Schutz erneut einsetzen. Ja. Einen werde ich wahrscheinlich für die zweite Route noch brauchen. Ich druckschlage es. Was nehme ich für eine Angel? Ich nehme die kleine. Steinhagel macht Aua. Welches Level ist es? 25, okay. 25. So, was angel ich hier? Ein Vulpix. Ein Vulpix. Ein Vulpix. Für welchen Encounter? Die Route, die rechts von Flossbrunn. Ah, hast du in Flossbrunn jetzt eins schon gefangen? Ja, Akani. Deswegen ist gerade Vulpix auch nicht so... Okay, also ich fang's mal. Aber irgendwie ist so nicht so ganz so was, was ich gehofft hatte. Too much Fire One Evolution Pokémon. Aber Akani doch genauso. Sag ich ja. Deswegen ist es ja zu viel, weil zwei schon. Achso. Und ich meinte, dass du das Spiel. Ich meinte übrigens, ich habe Probleme mit Feuer-Pokémon nicht. Ich will schon weitere Feuer-Pokémon haben. Ich meinte damit eigentlich, ich möchte Wasser-Pokémon haben. Na, Spiel? Ich habe einen Pokéball geworfen, hab's gefangen. Sehr gut. Du nicht. Richtig. Es war aber auch noch nicht am Schlafen. Jetzt schläft es erst. Was ist das draußen für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Eine Krähe. Das wird ja toll rauszuschneiden sein. Man kräht die Krähe an. Ein weiblicher Name. Yay, gefangen. Leonie aus. Alter, die Krähe draußen riecht auf. Alter, ich mach... Die hör sogar ich. Ich mach Fenster zu. Oh, Gray habe ich schon. Die ist genauso laut, als wenn das Fenster offen ist. Gray habe ich schon. Die muss vorm Fenster irgendwo sein. Oh Mann. Ich nenne sie Sol, auch aus Black Clover. Weil Sol ja auch so Erdgolems und sowas macht. Du erinnerst dich? Naja, ich bin gerade nur ein bisschen angepisst von der Krähe. Sorry, wenn ich auf alles sofort eingehe. Alles gut. So, da sehe ich. Ich habe Leonie genannt von... Akamega Kill war so der letzte Name von der Serie, die ich noch hatte. Akame hatte ich ja schon. Hast du ja umgebracht. Stimmt. Akame war mein erstes Pupita. Hä? Das war das direkte Despota. Was du gerade neu gefangen hast. So, wo darf ich denn jetzt hinfliegen? Warst du Seewoge schon? Ah, warst du schon? Ja. Ach cool, Seewoge ist ein cooles Pärchen. Flossbrunn wieder und nach rechts. Okay. Könntest du, wenn du willst, auch noch den Wasser-Encounter jetzt unter Seewoge holen, aber den habe ich jetzt weggelassen, weil wir haben... Einiges hier, was wir jetzt noch fangen und noch mehr muss es nicht unbedingt sein. Ich hätte eben die Angel nach oben. Dann nehme ich jetzt einfach mal nach
unten. Angel nach oben. Richtig. Cool. Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, welche Angel ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Ei, Mann, Leute. Angeln. Was haben wir denn hier gleich für eine Route? 131 kommt mit rechts. Schluck weg. Ergibt auch Sinn, wenn links 32 ist. Schluck weg. Sind das Trainer? Das meiste davon sind Trainer. Also würde ich prinzipiell einfach mal, außer du willst unbedingt bei denen jetzt leveln. Was unbedingt gerade eigentlich nicht sein muss, weil wir unser Fangteam dabei haben. Ein. Oh. Ich habe endlich ein Geist-Pokémon. Mit Vulpix gepaart, ja. Ah. Oh, nicht so cool. Nicht ganz so cool, nee. Potenziell eine Idee wert auf jeden Fall. Wie schwäche ich das? Ich setze einfach mal einen Biss ein. Also es kann sein. Unlicht war nicht sehr effektiv auf Gift, oder? Unlicht auf Gift, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also. Ich frage mich gerade, wie ich es schwächen soll. Ja, ich beiß einfach drauf. Wenn es nicht überlebt, ist es halt tot. Na, es ist wieder. Wieso muss ich die bei 50% schwächen? Nein, nein, verdammt. Ich wollte gerade sagen, du musst es vermutlich nicht schwächen, aber dann ist es ausgebrochen. Das war Fluch. Oh, bei Fluch? Das hat sich selber geschwächt. Bei Fluch solltest du auswechseln. Ja. Zu gefährlich. Was noch viel gefährlicher ist, ich kann das nicht schwächen. Musst du nicht. Es wird weiter Fluch einsetzen. Also solltest du es eher versuchen, jede Runde zu fangen. Ja. Das war gerade Bürde. Fluch ist, glaube ich, in der Gen ein Geister-Move, oder? Oder normalen Move? Ja, Fluch ist in jeder Gen ein Geister-Move. Falsch. Fluch ist in der ersten Gen ein Fragezeichen-Fragezeichen-Fragezeichen-Move. Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, ich kann es auch nicht mal einschläfern, weil Genna ein normaler Move ist. Einfach dein Glück versuchen. Du hast doch Bälle gekauft, ne? Mhm. Dann kriegst du es doch hin, oder? Spitznamen. Oh, ich weiß was. Melas Cooler. Ist ja auch Gift. Ach, fuck, er ist männlich. Weiblich. Weiblich? Haben wir bei Clover irgendjemand, der mit Gift was zu tun hat? Gift? Mhm. Keine Ahnung. Boah, was hab ich noch so für einen Namen? Komm, nehmen wir. Höchstens diese böse Tante da. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Na, ich nehm jetzt einfach Yuko aus Otome Amnesia. Sagt dir nichts. Ist ein älterer, unbekannterer Anime. Könnte sein, dass du den Encounter gleich verlierst. Ich glaube, er kann keinen Fluch mehr einsetzen, wenn er fast tot ist. Aber er soll das Pokémon wechseln. Obwohl, werf auch einen Ball vor sich selber. Ich glaube, er kann dir sonst keinen Schaden machen. Er kann mir sowieso sonst keinen Schaden machen. Sag das nicht. Ich glaube, er kann keinen Fluch mehr einsetzen. Aber er soll das trotzdem jetzt. Trotzdem, er kann dir Schaden machen. Guck mal. Stimmt. Dum, 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 dum. Tam, 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 tam. Okay, dann gehen wir rüber zum letzten Pokémon. Bei der rechten Route habe ich mehr Pech als vorher, muss ich sagen. Ich bin den Trainer gelaufen. Okay. Ich kämpfe gegen mich. Oh, viel Erfolg gegen dich. Frostetie. Welches Level sind die hier? Welches Level sind die hier? Weiß ich nicht. Okay, 41, das ist chillig. Postet hier hat keinen Schwebe, oder? Kann sein. Ich setz mal Knuddler ein. Unheilböe, oh nee, booste dich bitte nicht. Das war gar nicht wirklich schade. Zwei.
Immer. Spukball. Oder sowas in der Art. Taubsi. Taubsi? Waren die eben 41? Ab 40 waren sie doch voll entwickelt. Weiß ich nicht. Oder ist der nicht ein. Ach, der ist 39. Okay. Donnerblitz. Armes Taubsi. Volltreffer. Okay, wenn es sein muss. Tja, ich glaube, das mit Barnett wird echt knapp. Wäre nicht schlimm. Wenn du meinst, du möchtest es nicht, dann lass es. Ich möchte es, ja. Ich bin auf der letzten Route jetzt. Ich habe oben und unten schon, das heißt, ich angehe jetzt nach links. So, was ist es? Ein Ephoserp. Ephoserp, nice. Neuer Starter für meine Sammlung, nice. Noch einer. Ja. So, ich muss wieder auswechseln. Was kann Egelsamen? Das ist eine nervige Attacke. Ja, er hat zum Glück gemisst. Sonst wäre es auch Mist. Paralyse ist so nice. Aber ich kann dich beruhigen. Können wir Netzbälle kaufen? Ja. Aber Netz. In welcher Stadt? Da, wo du auch Flottbälle kaufen kannst. Obwohl, es könnte sein, dass es nur Nestbälle sind. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es hat Fluch eingesetzt. Ist es tot? Ja. Okay, dann ist es egal. Ist jetzt nicht. Bitte encounter dich noch ein Barnett auf der Route 129, weil ich mag das Pokémon ganz gerne. Okay, ich gebe mir Mühe. Pokéball, weil es so viel Glück bringt in letzter Zeit. Kommt ihr nach 129? Nee, danach kommt noch eine Route vorher. Vorsicht, hier ist ein Trainer unter dir. Ja, da war einer. Ah, es ist ein Starter. Ach, es kann Megasauger. Mann, es hat sich ein AP geheilt. Das, wie kann es nur? 131 ist hoch. Hä, 31 ist nicht hoch. Feuchchen hat nach oben gezeigt an dem Schild. Na, es ist, du bist gerade auf 131. Jetzt bist du auf 30. Ach so. Tja, was angel ich denn hier? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab da nichts Gutes geangelt. Okay. Dann probiere ich mal mein Glück. Grasmixer. Kommt mir bekannt vor, Attacke? Ist eine Attacke, aber ich weiß auch gerade nicht mehr genau. Ich glaube, war das nicht mein Signature? Ich würde jetzt vom Namen her als Signature-Move von Rotom einstufen. Grasmixer. Könnte sein. Wegen dem. Ein Tanzahn. Zu was entwickelt sich Tanzan nochmal? Zu einem Käferstahl-Pokémon. zu welchem Käferstahl-Pokémon? Diesen komischen Ball da. Wie heißt der nochmal? Oh, ich komme auf den Namen nicht. Ich habe leider keine Ahnung, das Pokémon sieht man so wenig. Es kann übrigens Explosion haben, prinzipiell, ne? Nutzinfo für dich. Also es wird dich nicht umbringen, aber es könnte sich selber damit umbringen. Bleib doch im Ball drin. Bälle, Hyperball. Ich mach's immer so, wenn es nicht drin bleibt, gehe ich auf einen schlechteren Ball. Ja. Bleib drin, bitte. Es ist drin geblieben. Ich hab Pokéball schon wieder benutzt. Immer wenn Superball nicht klappt, klappt der Pokéball danach. Okay. Ich weiß gar nicht, war das männlich oder weiblich? Bei mir war es, glaube ich, männlich. Bei dir weiß ich nicht. Also die nächste Route wäre noch ganz interessant, was du da so fängst. Das wäre ein cooles Team, wenn du was Gutes fängst. Tanzan, männlich. Es ist männlich. Boah, ich habe fast nichts mehr. Habe ich Henry vorhin genommen? Ja. Echt? Ja. Hä,
Henry der Zweite. Nein. Gordo habe ich auch. Ich nehme. Was nehmen wir denn? Hier diesen einen komischen Typen da. Nicht den. Ich schreibe es Jack the Ripper mit einem PW, Digga, weil es nicht reicht. Das ist schon traurig fast. Dann ist es Jack the Ripper. Ist auch okay. Aus Black Clover auch. Damit wäre... Jetzt ein Krankenwagen? Ach ja, die Krankenwagen-Counter. Eins! Ich wette, es kommt noch ein zweiter. Das beruhigt mich nicht. So, und jetzt schwimmen wir schon mal dahin zum Beginn der Siegesstraße. Erinnerst du dich noch an Säcke oder Säcki oder wie auch immer er heißt? Ja, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sich weltweit an seinen Namen erinnert. Gut, ich erinnere mich nämlich nicht an ihn. Warum nehme ich ihn jetzt? Säcke, das ist... Alle nennen ihn Buha. Genau. Weil er immer Buha sagt. Ich bin Säcke Buha. Okay, Säcke Buha. Nein, nur Säcke Buha. Hasen. Wie schreibt sich Buha? B? Nein, lass es weg. Lass das Buha weg. Bisschen Respekt können wir ihm schon zollen.